Hallo Kackbratzen. Why don't you shut that stupid mouth and get a grip? How rude! Ich bin ein großer Fan von Point-and-Click-Adventure-Spielen, wobei meine Favoriten die guten alten Klassiker aus dem Hause LucasArts sind. Natürlich dürfen andere große Titel wie Discworld, die Baphomets Fluchreihe und natürlich auch alle Adventure aus dem Hause Sierra nicht fehlen, wobei letztere aufgrund ihrer relativ sadistischen Art der Rätselstellung weniger geschmeidig sind. Die klassischen Point-and-Click-Adventure sind für meinen Teil Spiele, mit denen ich entspannen kann. Sie dauern teilweise zwar auch über mehrere Stunden und nicht alle können in einer Spielsitzung beendet werden, aber gerade nach einem langen Arbeitstag habe ich absolut null Bock auf Stress, knallharte Action oder ein komplexeres Rollenspiel. Aber abseits der großen und relativ bekannten Spiele fanden wir in den 90er Jahren, also das große Zeitalter der Point-and-Click-Adventure-Spiele, eine fast unüberschaubare Menge an bekannten und unbekannten Spielen, die ebenfalls ein sehr großes Potenzial, aber sich irgendwie im Sand der Zeit verloren haben. Für weniger Frust lassen sich diese Spiele natürlich am einfachsten auf einem PC spielen, da sich der Cursor bei der Pixelsuche mit einer Maus verständlicherweise viel einfacher über den Bildschirm schubsen lässt. Da ich aber schon den ganzen Tag über mit der Maus Pixel über den Bildschirm buxieren muss, ziehe ich dann doch lieber einen Controller vor, auch wenn das beim Spielen große Schmerzen bereitet. Aber zumindest kann man seinen faulen Arsch auf die Couch werfen und vielleicht nebenbei noch eine Pizza essen. Aber ich schweife vom Thema ab. The year is 1997, and under the heat of the July sun, the waves of the Atlantic Ocean lap against an oceanographic trawler, the Ocean Wrestler, currently several hundred miles east from the Bermuda Triangle and alone on the horizon. Jedenfalls ein kleines, aber leicht stumpfes Juwel aus der Kategorie Point-and-Click-Adventure, die ich vor knapp 25 Jahren mal auf der PS1 gespielt habe, mich aber vage daran erinnere, dass es doch irgendwie ein handfester Titel war, ist das 1997 für den PC und 1998 für die PS1 veröffentlichte Art of Time, das vermutlich maximal drei von euch jemals in den Kackbratzen hielten. Es war jetzt kein Spiel, das das Rad neu erfunden hatte, es war jetzt auch nicht das großartigste Adventure aller Zeiten, noch war es grottenschlecht. Aber es hatte definitiv seinen Charme und die Grafik war jetzt auch nicht zum Davonlaufen und wenn man sich sehr viel Sand in die Augen wirft, Pocket Sand. Kann man Ark of Time schon beinahe mit einem LucasArts-Spiel verwechseln. Genauer gesagt mit Indiana Jones. Zumindest hat der italienische Entwickler Treecission, der inzwischen schon gut über 20 Jahre seine Pforten geschlossen hat, versucht sich ein wenig an Indiana Jones in The Fate of Atlantis zu orientieren. Kendall, you look exhausted. Have all those football matches you've reported on finally got to you? Not really. It's actually a great job. In Ark of Time schlüpft man nach dem sehr schicksalsschwangeren und leicht merkwürdigen Intro in die Rolle des amerikanischen Journalisten Richard, der für ein englisches Schmierblatt drittklassige Fußballberichte der Regionalliga schreibt. Eines Tages erhält er von seinem Boss allerdings einen ganz besonderen Auftrag. Chief, I'm happy doing the sports reviews here in snowy England. The Caribbean sounds great, but this is a job for a more seasoned reporter. Nachdem wir eine Flasche Rum eingesackt haben, soll Richard sich auf die Suche nach einem gewissen Professor Coldwell und drei andere Forscher begeben, die irgendwie auf der Suche nach dem sagenumworbenen Atlantis verschütt gegangen sind. Das letzte Mal, als man von ihnen was hörte, saßen sie in einem U-Boot, als das Ding plötzlich vom Radar verschwand. An dieser Stelle lasse ich lieber schlechte Witze über unlängst verschwundene Unterseeboote stecken. Jedenfalls soll sich Richard umgehend auf die Socken machen und das kalte und verschneite London gegen die Karibik tauschen, auch wenn unser Held ganz andere Pläne hatte. Go to the Winchester, have a nice cold pint and wait for all this to blow over. Und so begleiten wir unseren Helden auf seiner spannenden Reise auf der Suche nach Atlantis und besuchen dabei nicht nur die Karibik und zahlreiche Orte in England, wie etwa auch Stonehenge, Algerien oder auch die Osterinsel und natürlich am Ende Atlantis. In guter alter Adventure-Manier wird man allerdings sehr oft zwischen den Orten hin und her reisen, womit man den Eindruck bekommt, dass ein Flugticket auch in den entferntesten Winkel der Erde nicht mehr als ein Cheeseburger kostet. Noch verrückter macht es die Tatsache, dass das Spiel so tut, als würde sich die Story innerhalb eines Tages abspielen. Here we go. Vermutlich haben die Entwickler selbst noch nie ein Flugzeug bestiegen, noch überhaupt jemals ihre Heimatstadt auch nur ansatzweise verlassen. In Ark of Time scheint die Zeit gewissermaßen fast stillzustehen, während man binnen Sekunden durch die halbe Weltgeschichte reist. Aber Wurst, Logik sucht man im Spiel ohnehin umsonst. Insgesamt behauptet Ark of Time auch ein spannendes Abenteuer zu sein, das von der Suche nach Atlantis handelt. Unter der Haube ist es aber ein waschechter Inventarverwaltungssimulator und zudem sollte man immer sehr genau zuhören, was die einzelnen Charaktere einem zu sagen haben. Oh,
classic Mustang. You just can't find these cars anymore. Wichtige Hinweise zur Lösung vieler der schwierigeren Rätsel des Spiels sind in den scheinbar beiläufigen Kommentaren der Charaktere enthalten. Wer also ein Hirn wie ein Sieb hat, der sollte sich lieber Notizen machen oder sich eine Komplettlösung zur Seite legen. Das ist auch der Grund, warum ich Adventure aus dem Hause LucasArts vorgezogen habe. Mal abgesehen von ein paar Ausnahmen. Viele Titel bekommen es einfach nicht auf die Kette, die im Spiel enthaltenen Rätsel konstant und auch einigermaßen lösbar zu halten. Die Rätsel in Ark of Time teilen sich in zwei Kategorien auf. Die erste sind all jene Rätsel, die auch eure Katze noch lösen kann, und das obwohl sie keinen Daumen hat, während die andere Kategorie mit einem normalen menschlichen Verstand einfach nicht im Entferntesten erklärbar sind. Gegen Anfang hält sich der Schwierigkeitsgrad noch so in der Waage, aber gegen Ende hin haben die Entwickler wohl wirklich zu viel Crack geraucht. Hat wir noch Peps dabei? Und man darf sich auf ein Potpourri an schmerzhaft unlogischen Rätseln freuen, die eure 5 verbliebenen Gehirnzellen definitiv in den Wahnsinn treiben werden. Denn gerade wenn man denkt, dass man ein absurdes Rätsel gelöst hat, wartet hinter der nächsten Ecke schon ein weiteres Ding, das euren Verstand brechen wird. Alles hängt ihm. He's here in a little square behind the shop. I let him use it for free in exchange for the party. Zumindest wird es einem nicht unbedingt sofort langweilig. Es gilt, eine Menge mysteriöse Objekte an ebenso mysteriösen Orten zu finden, jede Menge Charaktere, mit denen man interagieren kann und in der Regel ein logisches Ausschlussverfahren, um die teils doch ganz lustigen Kopfnüsse zu lösen. Für ein Point-and-Click-Adventure verfügt Ark of Time über ein denkbar einfaches Interface. Klar ist man auf dem PC mit einer Maus schneller unterwegs, aber auch auf der PS1 macht die Steuerung eine ganz gute Figur, auch wenn natürlich der Cursor mit dem Steuerkreuz sich arschlangsam über den Bildschirm bewegt. Je nach Controllerbelegung wird euch Richard Objekte mit der X-Taste beschreiben, während er mit der Kreistaste Objekte verwendet. Ein wenig nervig könnte auch sein langsamer Gang sein, wenn man aber direkt auf den Ausgangspunkt am Bildschirmrand klickt, wird man den aktuellen Screen sofort verlassen, ohne dass unser Held erst mühsam über den Bildschirm wackelt. Und da es doch eine große Menge an verschiedenen Screens gibt, die es zu erkunden gilt, ist das eine sehr angenehme Sache. Ein wenig Schmerzen könnte das Inventar bereiten, da es schon nach kurzer Zeit gut gefüllt ist. Es wird eine Weile dauern, bis man sich durch alle Objekte gräbt. Aber generell muss man ohnehin einen Sack voll Geduld mitbringen, wenn man wahnsinnig genug ist, um ein Point-and-Click-Adventure auf der PlayStation zu zocken. Wow, look how it's running. I never knew they could run that fast. It's already a little point on the horizon. Da Ark of Time ein Grafik-Adventure ist, gibt es natürlich jede Menge bunte Pixel auf die Netzhaut. Für ein Spiel, das quasi Ende der 90er Jahre veröffentlicht wurde, ist die Grafik auch größtenteils ansprechend, auch wenn die leicht knusprigen Pixel die Charaktere so geschmeidig wie Stahlbeton erscheinen lassen. Insgesamt sind die Animationen sehr holprig und vor allem unser Hauptcharakter bewegt sich sehr ruckartig, wie so ungefähr alles im Spiel, was sich nur in irgendeiner Art bewegt. Und selbst meine Lippen bewegen sich synchroner zur Stimme. Those damn technicians did everything wrong in their lives. They should have taken care of seaweed, I tell you. Die Schauplätze sind aber allesamt sehr, sehr gut gelungen und weisen auch relativ viele Details auf, wie funktionierende Fernseher oder im Wind wehende Objekte, auch wenn es sich um eher sehr archaische 3D-Grafiken handelt. Man hat das Gefühl, dass es mit etwas mehr Arbeit und Liebe zum Detail hätte funktionieren können, aber am Ende entweder Zeit oder eben ein wenig Liebe gefehlt hat. Klar, dass man die Qualität eines LucasArts Adventures nicht im Entferntesten erreicht und natürlich ist die Grafik auf dem PC einen Tick besser als auf der PS1, aber auch dort hat man durchaus schon Schlechteres gesehen. Ich kann das nicht tun, ich kann hier nichts ablegen. Die Zwischensequenzen sehen streckenweise etwas merkwürdig, wenn nicht sogar schrecklich aus. Sie verursachen jetzt direkt keinen Augenkrebs, aber jetzt, nach mehr als 25 Jahren nach Release, muss man sich erstmal wieder an den sehr kruden Stil gewöhnen. Was jetzt eher erstaunlich ist, ist die Sprachausgabe, die leider in der deutschen Version auch nur komplett auf Englisch daherkommt. But what about all the evidence in the Castle Museum? It's probably all fabricated as a tourist attraction. Einige Synchronsprecher sind tatsächlich anständig und unterhaltsam. Und da wundert es einem, dass ausgerechnet der Sprecher der Hauptfigur ein beinahe kompletter Griff ins Klo ist. Der restliche Sound ist der übliche Mischmasch, den man in derartigen Spielen erwarten darf. Nichts Außergewöhnliches und auch nicht so schlecht. Und der Soundtrack ist ohnehin quasi nicht vorhanden. In this adventure, Atlanteans drop like flies. Ark of Time ist, wenn man es genau nimmt, kein Juwel. Aber allein wegen der Geschichte bekommt man doch das Verlangen, dieses Spiel auch bis zum bitteren Ende zu zocken. Es ist jetzt auch nicht das schwierigste Adventure aller Zeiten. Man muss eben sehr häufig um 30 Ecken denken. Meist findet man die Lösung für ein aktuelles Rätsel in einem komplett anderen Land, wie etwa Termiten von den Osterinseln, die man dann nach Nordafrika bringen muss. Man benötigt eben Zeit und Geduld. Aber wie gesagt, ist es die Story, die eben alles zusammenhält und wenn man endlich tatsächlich Atlantis erreicht, wird alles noch ein wenig verrückter und die schauspielerische Leistung der Sprecher noch schlimmer. Yeah, boss, yeah.
Hurricane would do nicely. Can I push the button? Can I, boss? Huh? Can I? Vermutlich ist den Entwicklern endgültig das Crack zu Kopf gestiegen und es wirkt am Ende alles so, als würde ein fein und behutsam aufgebautes Kartenhaus plötzlich in sich zusammenfallen, was ehrlich gesagt ein wenig schade ist. Trotzdem kann und muss man als Adventure-Fan diese Perlengurke unbedingt mal gespielt haben. Obwohl Ark of Time nicht mit den Besten des Genres mithalten kann, ist das weltumspannende Abenteuer dennoch eine denkwürdige kleine Reise, auch wenn die Rätsel teilweise wirklich ein wenig merkwürdig sind. Weder die Story noch die Charaktere von Ark of Time können es jemals mit einem Indiana Jones 4 aufnehmen, aber es hat eine Chance verdient. Falls ihr den Sprung ins kalte Wasser wagen wollt, würde ich euch eher die PC-Version empfehlen. Ansonsten kann ich euch auch die PS1-Version ans Herz legen, auch wenn man hier etwas mehr Schmerzen aushalten muss. Gebraucht kostet das Spiel keine Stange Geld, aber zum Glück gibt es noch in Romhausen einige sehr gut erhaltene Sicherheitskopien. Wie auch immer ihr euch entscheidet, ein Blick lohnt sich auf alle Fälle. Is this the happy ending they promised me? I protest. Oh! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.